und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich begrüße alle meine Abonnenten, meine neuen Abonnenten und alle, die zuschauen. Heute in der Folge 37 geht es darum, dass ich meinen alten Berg von der alten Anlage auf der neuen Anlage auf Modul 3 integriert habe. Ja, ich musste da einige Änderungen vornehmen, dazu nehme ich euch mit. Zwischendurch zeige ich euch immer wieder Sequenzen von Fahrvideos, von Testfahrten, wo die Züge auf meiner Anlage einfach mal ihre Runden drehen, um zu sehen, ob alles soweit funktioniert. Ja, das soll es dann schon von mir soweit gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Video und würde mich über ein Abo und einen Daumen nach oben sowie einen Kommentar unter das Video sehr freuen. Wer noch nicht abonniert hat, Abo-Button drücken, Glöckchen drücken und er wird immer wieder informiert, wenn es etwas Neues von meinem Kanal gibt. So, jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. So, hallo liebe Freunde. Ja, es soll weitergehen hier auf meiner MOBA. Heute beginnt mein neues Projekt. Das Projekt soll die Landschaftsgestaltung auf Modul 3 voranbringen. Dazu möchte ich den Berg von meiner alten Anlage, den ihr hier ja seht, hier auf Modul 3 in der Ecke platzieren. Dazu muss ich natürlich ein klein wenig den Unterbau erweitern, damit die Höhe angepasst ist. Der Zug soll ja irgendwo drunter herfahren. Dazu habe ich mir überlegt, oder muss ich mir erstmal überlegen, wo baue ich den Berg denn auf, das Untergestell in Anführungszeichen für den Berg muss ich ja dementsprechend anpassen. So, ich habe mir überlegt, dass es ja doof aussehen würde, wenn ich den Berg so ganz in die Ecke setze. Deswegen möchte ich ihn so ungefähr hier vorne hinsetzen. Dann habe ich hier hinten etwas Abstand von der Wand. Da muss ich was drüber bauen. Ich habe natürlich auch hier Abstand nach hinten, wo ich dann auch noch was anbauen muss. Aber das sollte gehen. Hier vorne wird es wahrscheinlich noch mal wieder einen kleinen Übergang geben, so wie es auf der alten Anlage auch war. Da gab es ja dieses Tunnelportal mit der begehbaren Terrasse, was vielleicht so als Ausflugsziel vom Berggasthof nach da unten ja auch eine schöne Möglichkeit andeutet wäre. Ja, aber dazu werde ich euch mitnehmen und das wird mich jetzt als nächstes beschäftigen. Wie gesagt, ich werde euch immer mitnehmen und euch Baufortschritte, Überlegungen und was auch immer mitteilen. So, dann wird's mal losgehen. Bis es was gibt. Und dann melde ich mich wieder. Wie ich euch schon gesagt habe, möchte ich meinen Berg von der alten Anlage hier hinten in der Ecke auf Modul 3 einbauen. Dazu habe ich mir jetzt als erstes mal diese 5 Stützen ausgemessen, damit ich auf die Höhe komme. Und dazu habe ich dann mir noch eine Grundplatte im Endeffekt nochmal fertig gemacht, weil der Bereich größer ist als wie der Bereich, den der Berg
als Fläche hat. Ja, das soll jetzt so gehen, dass ich jetzt hier oben drauf den Berg positioniere und hier hinten bzw. hier in dem hinteren Bereich noch zusätzlich Styrodur anfertige und dann aufklebe und die Landschaft dann weiter gestalte. Ich möchte nachher am Ende, wenn das fertig ist, dieses Teil hier als abnehmbares Stück haben, damit ich immer wieder an die Gleise unten drunter drankomme. Jetzt zeige ich euch als nächstes, wie ich den Berg auf der Platte positioniert habe und was ich sonst schon noch gemacht habe. Jetzt liegt die Bodenplatte hier auf meinem Arbeitstisch und ich zeige euch jetzt mal, beziehungsweise vielleicht könnt ihr das erkennen, ganz schwach in dem Video. Hier habe ich mir schon eingezeichnet, wo ich den Berg aufstellen will. Ich zeige euch jetzt mal anhand des Berges, wie das dann aussieht. Das soll dann so hier hingestellt werden. Ich hoffe, dass das alles auch so dann funktioniert. Ihr seht, ich habe dann hier hinten in diesem Bereich noch eine Lücke, die ich füllen muss. Dazu habe ich mir auch schon Teile fertig gemacht. Die sind jetzt allerdings nur grob. Das ist noch nichts, was jetzt im Endeffekt passt. Aber so ist der Anfang. Und hier hinten eine Stütze. So, und dann kommt diese Platte hier oben drüber. Und ihr seht, damit bin ich auf derselben Höhe. Dann sollte das auch passen. Das Gleiche mache ich natürlich auf der anderen Seite von dem Berg. Es wackelt jetzt mal. Nein, ich kann das hier auch anders machen. Ich kann ja auch einfach die Platte umdrehen. So. Seht ihr, jetzt habe ich hier natürlich, das ist dann der andere Bereich. So sieht das Ganze dann aus. So. Und dafür habe ich mir dann, wen verwundert's, hier auch separate Blöcke hingeschnitten, zurechtgeschnitten und hier hinten eine Stütze. Und dann wird dasselbe hier hinten auch mit einer Platte versehen. Und dann sollte das soweit gehen. Aber als erstes muss ich jetzt zuerst mal ein wenig mit dem Pinsel die Grundplatte bzw. die Ränder an der Grundplatte streichen, damit man keinen Farbunterschied nachher erkennt, beziehungsweise wo ich schlechter dran komme. Ja, das soll es jetzt zuerst mal gewesen sein. Weiter geht's, wenn es wieder was Neues gibt. Weiter geht's. Was ist passiert? Also, zum einen habe ich hier unten die Grundplatte, den Rand farblich grundiert bzw. dem Gebirge angepasst. Hier, so vorbei. Dann habe ich den Berg aufgeklebt und jeweils diese beiden Stützen. Der Berggasthof, der ja hier oben drauf kommt, der soll beleuchtet werden. Dazu habe ich mir hier mit diesem Heißdrahtschneider, wo man auch einen Stift als Aufsatz hat,
hier eine entsprechende Spalte reingeschnitten. Dort möchte ich einen Strohhalm hier einsetzen als Kabelführung. Unten in der Platte ist nur ein Loch. Der muss natürlich noch abgeschnitten werden auf die richtige Länge, richtige Höhe. Aber das sollte ja nicht das Problem sein. So, dann könnte ich nämlich den Berggasthof oben aufstellen, das Licht, die LED einkleben und das Kabel nach unten durchziehen, wenn es soweit ist. Vorher muss ich natürlich hier noch den Strohhalm befestigen. Als nächsten Schritt werde ich jetzt hier vorne die Wand hochbauen, damit ich auf diese Höhe komme. Das habe ich euch ja schon mal im vorherigen Ausschnitt-Update gezeigt. Ich werde mich jetzt ranmachen und weiterbauen. Wenn es wieder was Neues gibt, seid ihr dabei. Ja, für die Feldstruktur hier in das Styrodur reinzubekommen, nehme ich mir einfach hier ein Cuttermesser und schneide hier Löcher rein, so wie es mir gerade in den Sinn kommt. Das ist natürlich ein wenig aufwendige Arbeit. Ich habe die unteren beiden Blöcke habe ich mit dem Heißschneider so schon mal vorbereitet. Ja, das geht auch, aber im Endeffekt gefällt mir das besser. Hier werde ich gleich noch wahrscheinlich Toilettenpapier drüber kleben, so wie es auch der Uli, der Aquapainter aus Berlin, gemacht hat. Liebe Grüße nach Berlin. Ja, das wäre dann die eine Möglichkeit. Danach muss sowieso alles gestrichen werden. Aber ich werde jetzt zuerst mal die hinteren oder die oberen drei Blöcke werde ich jetzt erstmal so ausschnitzen. Das habe ich mit dem Berg vorher auch so gemacht. Die beiden unteren Blöcke für den Berg habe ich zusammengeklebt. Wie ihr seht, habe ich hier schon angefangen mit Küchenpapier das zu überkleben mit einem Wasserleimgemisch. Das muss ich euch gar nicht groß zeigen. Das kennt ihr ja alle von anderen YouTube-Videos, beziehungsweise vielleicht sogar habt ihr es schon selber gemacht. Von daher wollte ich euch nur zeigen, wie ich hier das überklebe, bevor ich das dann später streiche. So, jetzt zeige ich euch nur ganz kurz, was ich mit meinen Teilen, die ich für die Mauer mir geschnitzt habe, weitermache. Also zuerst habe ich sie mal alle grau grundiert. Nachdem die Farbe dann getrocknet ist, gehe ich immer hin, nehme mir ein wenig braun, streiche den trocken. Das kennt ihr ja alle, das ist ja eigentlich nichts wirklich Neues, Dramatisches. Ich wollte es nur zur Vollständigkeit halber euch zeigen, was ich da gemacht habe.
streiche dann hier drüber, damit ein leicht bräunlicher Ton entsteht. Wenn ich das gemacht habe, nehme ich noch ein wenig Ocker, auch wieder trockenbürsten, soweit den Ton auch noch darüber. Dann habe ich so das, was ich so eigentlich haben möchte. Ja, wenn das dann einigermaßen getrocknet ist, oder wenn es getrocknet ist, dann habe ich hier schon mal was vorbereitet. Da nehme ich dann Weiß und bürste dann nochmal da drüber, damit dann die Strukturen noch besser hervorkommen. Aber das ist ja alles, was ihr auch schon kennt von anderen YouTube-Videos. Also ich erzähle euch da nichts Neues. Deswegen werde ich jetzt das hier alles fertig machen. Werde zwischenzeitlich nur ein paar Bilder nochmal machen, wie ich das aufgeklebt habe. Und dann soll es gut sein. Zwischen den Es ist vollbracht. Die Seiten an meinem Berg, an meinem alten Berg, sind nach hinten verlängert in beide Richtungen. Das jeweils zur Wand hin alles glatt übergeht. Die weitere Gestaltung nach oben werde ich im Laufe der Zeit in Angriff nehmen. Aber zuerst gefällt es mir so schon mal ganz gut, dass der Berg jetzt da schon mal steht. Das soll's gewesen sein.